Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal mit einem etwas anderen Video bzw. mit einem etwas anderen Inhalt, denn heute werde ich euch nicht Drogerieneuheiten vorstellen, sondern High-End-Neuheiten. Und da habe ich eine Menge zugeschickt bekommen und deswegen dachte ich mir, ich glaube, ich habe hier einen Gesamtwert von über, keine Ahnung, das muss ich nach dem Video ausrechnen, auf dem Tisch zu liegen und dachte mir, ich mache euch ein Full-Face nur mit teuren Produkten. Ich werde euch aber nach jedem Produkt noch sagen, ob sich das Geld wirklich lohnt, denn ja, manchmal ist es ja auch so, dass die Produkte einfach nur von der Verpackung her schön aussehen oder, keine Ahnung, von der Textur und beziehungsweise das, was am Ende rauskommt, das Ergebnis sieht genauso aus, als wenn man ein Drogerieprodukt benutzen würde. Und das werde ich heute tun. Viele von euch haben sich das gewünscht und deswegen würde ich mal sagen, viel Spaß beim Video. Als allererstes kam dieses riesige Paket hier an. So sieht das aus. Das ist ein Paket von Fenty Beauty, der Beauty-Marke von Rihanna. Sie war dafür bekannt oder ist dafür bekannt, dass sie eine extrem große Range an Farben hat. Das heißt, keiner soll sich bei der Foundation-Suche benachteiligt fühlen, weil da einfach garantiert für jeden etwas dabei ist. Ich habe 4 verschiedene Farben bekommen. Die Marke bekommt ihr bei Sephora. Der Rest ist, glaube ich, bei Sephora und Douglas erhältlich. Aber ich werde euch nochmal alles in der Infobox verlinken. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit der Base an. Da habe ich tatsächlich eigentlich schon ein paar Favoriten in den letzten Wochen entdeckt. Und zwar habe ich einmal hier von Hourglass dieses Veil Primer. Hier behandelt es sich um einen ölfreien Primer, der so genial auf der Haut aussieht. Jede Foundation, die da drüber geht, geht drüber wie Seide über die Haut. Und die Foundation, die ich die letzten Wochen sehr gerne benutzt habe, ist die Dior Forever Foundation. Ich habe die Farbe 030, also 3N. Und ich mochte die Farben von der anderen Dior Forever gar nicht. Aber die neue finde ich total gut. Und das ist meine absolute Lieblingskombination. Aber wir wollen ja neue Sachen ausprobieren. Deswegen habe ich hier zum einen den Fenty Pro Filter Primer. Das ist ein Instant Retouch Primer. Diesen Primer werde ich jetzt auftragen. Ich hole euch näher ran. Ich habe übrigens auch extra für dieses Video mein ganzes Glitzer-Bling-Bling, was ich finden konnte, umgelegt. Diesen Primer habe ich, glaube ich, schon einmal ausprobiert. Der ist leicht rosé eingefärbt und der soll einfach das Hautbild ausgleichen, ein bisschen Luminosität verleihen und die Foundation besser drüber gleiten lassen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt super gespannt auf das Ergebnis von der Fenty Foundation, weil ich schon so viel drüber gehört habe. Ich habe schon so viele Videos drüber geschaut und dachte mir so, das Ergebnis ist halt so krass, aber ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird. Wir haben hier einmal als Foundation den Fenty Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation. Ich habe hier die Farbe 270. Und um das Ganze aufzutragen, benutze ich, nicht wundern, hier ist Foundation dran, benutze ich den Foundation Pinsel 110 von Fenty Beauty, um das Ganze einzuarbeiten. Dieser Pinsel soll der Foundation Full Coverage Ergebnis bringen. Ja gut, also Full Coverage ist für mich was anderes. Ich denke, ich werde auf jeden Fall eher auf den Schwamm zurückgreifen, den Fenty Beauty rausgebracht hat. Auf der anderen Seite werde ich es mal versuchen mit der Dior Full Coverage Foundation Brush. Dieser Moment, wenn man merkt, dass es doch nicht die Farbe ist. Okay, also ich werde die Foundation mal mischen mit einer helleren Farbe. Ich habe die 270 gehabt, ich benutze jetzt nochmal die 240. Die ist auch ein bisschen gelbstichiger. Das hier ist einmal die 240, das ist die 270. Okay, also das Ergebnis war jetzt deutlich besser. Ich gehe nochmal mit dem Pinsel direkt rein in die Foundation und trage das nochmal hier auf. Krass, okay, also ich hätte gedacht, dass es bei den Pinseln nicht so einen riesen Unterschied geben wird. Aber ich präferiere definitiv den Dior Full Coverage Pinsel. Der hier, der ist viel zu hart gebunden. Damit kann ich mir eher sowas vorstellen wie Cream Contouring einarbeiten. Das könnte ich sogar machen jetzt. Ich mache das danach. Ich werde damit meine Cream Contour einarbeiten. Aber mit dem hier konnte ich jetzt gerade wunderbar die Foundation aufbauen. Ich habe ein viel, viel deckenderes Ergebnis als auf der anderen Seite. Hier seht ihr die Rötungen durchschimmern. Und hier habt ihr das eigentlich, also kann man echt nichts sagen. Ich würde aber trotzdem nochmal mit einem Schwamm reingehen. Denn mit einem Schwamm habe ich immer das Gefühl, dass man viel, viel mehr Deckkraft aufbauen kann. Dafür werde ich diesen Schwamm hier benutzen. Das ist der Precision Makeup Sponge. So sieht der Schwamm aus. Der ist
ist sehr, sehr weich, ohne dass ich den nass gemacht habe. Sehr squishy. Der ist hier einmal abgeschrägt und hier vorne einmal. Erinnert mich sehr an irgendeinem Schwamm, den ich irgendwie letztens ausprobiert habe. Kann sich irgendjemand daran erinnern? Ich jedenfalls nicht. Den werde ich jetzt nass machen und dann mal gucken, wie der dann aussieht. Das hier wurde jetzt aus dem Schwamm. Wie ihr sehen könnt, hat der kaum Widerstandskraft. Der ist sehr, sehr soft geworden. Bin mir nicht sicher, ich hatte noch nie so einen soften Schwamm, ob das was für mich ist. Aber wie ihr sehen könnt, die Deckkraft ist deutlich besser mit einem Schwamm. Oh, ich glaube, der Schwamm gefällt mir sogar. Und ich glaube, ich habe meine Farbe gefunden. Es ist die 240 und nicht die 270. Wow. Wird das etwa meine neue Lieblingsfoundation? Man weiß es nicht. Aber habt ihr gesehen, wie viel besser die Deckkraft wurde mit dem Schwamm? Unglaublich. So für alle Tage mal kann ich mir sehr gut vorstellen, einfach, obwohl ich mache das ja auch schon, für alle Tage einfach mit einem Pinsel schnell mal rüber zu gehen über das Gesicht. Aber so für Videos oder wenn ich so Full Coverage haben möchte, dann gehe ich doch lieber mit einem richtigen Schwamm rein. Ich habe die perfekte Farbe gefunden. Good job, Fenty Beauty. Als nächstes gehe ich mal mit meinem Cream Contour Stick rein und werde es nochmal mit diesem Pinsel ausprobieren. Das mache ich, solange die Foundation noch nicht fest mattiert wurde. Okay, also wie ihr sehen könnt, bin ich doch nochmal mit dem Schwamm rübergegangen. Ich kann mir schon vorstellen, damit meine Cream Contour einzuarbeiten, aber nicht nur damit. Also nicht alleine. Das schmiert mir zu doll irgendwie. Ich finde es auch nicht schlimm, dass es nicht funktioniert. Also bis jetzt bin ich ja relativ happy mit allen Sachen, die ich ausprobiert habe. Also den Pinsel finde ich nicht so gut. Den von Dior finde ich aber umso besser. Damit bekommt man eine mittlere Deckkraft hin. Und wenn man wirklich die vollste Deckkraft haben möchte, geht man einfach mit einem Schwamm rein. Als nächstes kommt Concealer. Und da bleiben wir bei Fenty Beauty. Da gibt es nämlich diesen Pro Filter Concealer. Das ist jetzt wieder in der Farbe 40. Er hat einen ganz normalen Applikator. Und den werde ich jetzt einfach so ein bisschen unter meinem Auge auftragen. Ich muss eigentlich nicht so viel auftragen, weil die Foundation echt schon einiges abgedeckt hat. Und wir probieren es wieder mit einem Pinsel. Und zwar gibt es hier diesen perfekten Concealer-Pinsel angeblich. Der ist hier oben noch so ein kleines bisschen abgeschrägt, sodass es so eine Art Finger ist. Da bin ich mal gespannt, wie das hier funktionieren soll. Also für unter die Augen finde ich den richtig gut. Für hier unten würde ich dann doch lieber den Schwamm nehmen, um das Ganze ein bisschen miteinander einzuarbeiten und zu verblenden. Aber den Pinsel fand ich jetzt auch nicht schlecht. Der war sehr, sehr gut geformt. Der hat den Concealer auch nicht hin und her rutschen lassen. Und mit dem bin ich sehr, sehr gut hier in diese Ecke rangekommen. Und ich würde sagen, meine Base ist flawless. Ich liebe sie. Das ist das Gute, wenn man Videos dreht. Dann ist man gezwungen, alle Produkte auszuprobieren. Sonst komme ich immer nie dazu im Alltag, sondern bin dann immer so in meiner Routine drin. Aber ich bin echt happy, muss man sagen. Als nächstes haben wir Puder. Und da habe ich natürlich auch die Puder-Produkte von Fenty Beauty bekommen. Und zwar sind das diese Dinger hier. Eine kleine Sache, die ich anmerken möchte, ist, dass die sehr klobig sind. Da ist sehr viel Verpackung für 28 Gramm Produkt. Wenn man das mal vergleicht mit so einem normalen Bananapuder, hier sind 15 Gramm, also ist hier das Doppelte drin, also mega viel. Dementsprechend größer ist das Ganze auch. Hier kann man das Ganze auch öffnen und auch wieder verschließen mit einer Kappe. Man kann es immer wieder hier raufpacken, was ich sehr gut finde. Hier ist nochmal das FB eingedingst, sage ich mal, in den Löchern. Und das trage ich. Oh, da ist noch die Folie drauf. So, jetzt aber. Das gebe ich jetzt hier in den Deckel. Und das ist jetzt die Farbe Banana. Und ich hoffe, das ist meine Farbe. Weiterhin von Fenty Beauty gibt es noch diesen Puderpinsel. Und damit werde ich jetzt nicht das Puder auftragen, sondern Planänderung. Ich gehe nochmal mit dem Schwamm in dieses Puder rein und werde baken. Alter, das ist stark pigmentiert. Also beim Schwamm kann ich euch übrigens jetzt schon sagen, den Schwamm bekommt ihr auch günstiger. Ihr müsst nicht den hier holen. Das bekommt man überall. Als nächstes habe ich hier noch so eine Miniatur-Make-up-Schwamm. Den werde ich jetzt auch nass machen, damit der sich ein bisschen vergrößert. Und damit werde ich unter meinem Auge baken. Ich meine, auch wenn ich diesen Schwamm super finde, ich vermisse so eine Spitze. Und ich sehe es eigentlich nicht so ein, zwei Schwämme dafür brauchen zu müssen. Aber vielleicht sehe ich das auch irgendwann mal anders, wenn ich so jemand bin, der so 5 Milliarden Produkte braucht, um eine tägliche Routine durchzuführen.
Wenn ihr euch ein teures Produkt kaufen könntet, oder auch mehrere, sagen wir mal mehrere, welches Produkt wäre es? Schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare, weil ich glaube, ich habe gar nicht so das Bedürfnis nach einem krassen Produkt. Aber ich glaube, ich persönlich wäre da bei Huda Beauty. Vor allem die Liquid Lipsticks, weil die finde ich echt richtig gut, die benutze ich täglich. Oh Gott, ich wisch das gleich wieder weg, Leute, keine Sorge. Ich werde erstmal meine Augenbrauen machen. Ich überlege gerade, ist das nicht bei Kim Kardashian immer so richtig krass in diesem Ausmaße? Ich fühle mich gerade wie so ein Kim K Make-up-Tutorial. Machen wir weiter mit den Augenbrauen. Und da habe ich von der lieben Ishtar dieses Augenbrauen-Kit zugeschickt bekommen. Das ist ein Kit mit ihrem Design und ihren ausgesuchten Produkten. Da bin ich ein Riesenfan von diesem Precisely My Brow Stift. Und was ich auch super finde, ist dieser Augenbrauenstift hier. Jetzt habe ich ihn doppelt, was ich mega geil finde, weil ich benutze ihn jeden Tag und finde ihn super. Dann, was ich auch super finde, ist dieser Gimme Brow. Den benutze ich auch fast täglich. Und die anderen Produkte interessieren mich nicht so. Weiterhin habe ich von Dior Backstage dieses Augenbrauenpalette bekommen. Und da dachte ich mir auch so, warum ist es eine Palette? Da ist einmal ein Wachs drin und zwei Augenbrauenpuderprodukte. Als erstes gehe ich mit der Benefit-Bürste in dieses Wachs und werde meine Augenbrauen ein bisschen zurechtbürsten. Das geht dann immer ein bisschen einfacher, wenn ich dann die Augenbrauen nachzeichne. Augenbrauen, muss ich echt sagen, da kann man echt alle Produkte benutzen, die es auch in der Drogerie gibt. Ich bin so bei Augenbrauen mich so richtig, richtig schmerzlos. Hauptsache die Spitze ist dünn, Hauptsache es ist kein Puder. Da muss nichts aus dem teuren Bereich sein. Wenn ein Benefit, aber noch teurer muss es echt nicht sein. Ich gehe erstmal in die mittlere Farbe hier rein und der ist gar nicht abgeschrägt. Ich dachte gerade, ich war der festen Überzeugung, dass der abgeschrägt ist. Ich habe aber... So, jetzt aber mittlere Farbe, Augenbrauen, let's go. Ich habe in einer meiner letzten Videos auch schon Augenbrauenpuder verwendet, das von Adeko. Ich war super happy, aber ich habe euch in dem Video auch schon gesagt, ich werde mich einfach nie dran gewöhnen können. Also Wachs hält echt mega gut. Dann gehe ich nochmal in die dunklere Farbe und definiere so ein bisschen hier das Ende. Und dann gucken wir mal, ob die Problemaugenbraue das Ganze auch so gut annimmt. Also ich muss schon sagen, ich bin wieder mal positiv überrascht. Die Farbe ist relativ gut, die ist schön aschig und lässt sich auch super auftragen. Weiterhin, das Gel hält bombenfest. Dadurch, dass es auch leicht eingefärbt ist, sieht man auch nicht so weiße Stellen oder so. Dennoch werde ich das in Zukunft verwenden. Wahrscheinlich nicht. Aber was ich euch empfehlen kann, ist dieser Pinselbrush. Was auch immer das hier sein soll. Ist das ein Pinsel? Nein. Ist es ein Bürstchen? Nein, weil auf der anderen Seite ein Schaumstoffapplikator ist, der aber auch nicht wirklich aus Schaumstoff besteht, sondern eher sowas wie so ein Schwamm. Und damit werde ich jetzt meine Augenbrauen formen. Dadurch, dass das Puder für mich persönlich nicht so präzise genug ist, kann man aber um die Augenbraue herum mit diesem Pinsel sehr, sehr gut das Ganze definieren. Wahrscheinlich wird das jetzt einigen eh mehr gefallen, weil die Augenbraue so ein kleines bisschen natürlicher aussieht, als ich sie sonst immer so habe. Aber wenn ich normalerweise High-End trage, dann greife ich meistens immer nur zu diesem Precisely My Brow Augenbrauenstift in der Farbe 4,5 mit diesem Gimme Brow. Damit gehe ich dann meistens nochmal hier so ans Ende und definiere das Ende meiner Augenbraue. Okay, das waren nun die Augenbrauen. Wie gesagt, ich bin immer noch happy mit dem Ergebnis. Wir widmen uns wieder unserer Base. Das Puder hatte jetzt Zeit gehabt, sich zu setzen. Und ich gehe nochmal mit einem normalen Puder, so wie ich es auch immer mache, über das komplette Gesicht, weil ich dieses lose Puder nie wirklich auf das ganze Gesicht verteile, weil ich für mich, das ist einfach zu staubig. Deswegen gehe ich immer nochmal mit so einem natürlicheren Puder über das Gesicht und jetzt werde ich diesen Pinsel hier verwenden. Das Puder von Hourglass soll so ein ganz, ganz leichtes Finish geben. Es soll die Foundation, die da drunter ist, leicht setzen und einen leichten Schimmer geben. Ich bin am Überlegen, ob ich das auf dem kompletten Gesicht haben möchte. Das ist auch ein Lightening Powder. Vielleicht sollte ich das nicht auf das ganze Gesicht auftragen. Na gut, Planänderung. Ich wische jetzt einfach nur das Baking Powder weg. Okay, also ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht, weil das ist
ziemlich trocken geworden hier unter meinem Auge. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das sieht hier so ein bisschen aus, als würde meine Haut gleich anfangen zu bröckeln. Ja, ich würde sagen, um meine Haut kümmere ich mich später. Vielleicht sieht das Ganze auch nochmal anders aus, wenn ich ein bisschen Setting Spray drauf gebe. Wir widmen uns nun unseren Augen und da habe ich eine Marke zugeschickt bekommen, von der ich schon ein paar Mal was gehört habe, aber nie so wirklich viel. Vor allem nicht von deutschen YouTubern. Und zwar geht es um die Marke Natasha Denona. Das Einzige, was ich von der Palette mal gehört habe, ist, dass die ständig zerbrochen bei einer Lieferung ankommen. Genauso war es auch bei mir. So sieht meine eine Palette aus, von die ich zugeschickt bekommen habe. Also die sind kurz vorm Sterben. Ich werde nach dem Video mich drum kümmern und die wieder zurück in die Fännchen pressen. Ich habe auch ein bisschen Alkohol da. Das ist so ein kleiner Trick, den man anwenden kann. So ein paar Tropfen Alkohol in den Lidschatten, in das Lidschatten geben und dann zurückpressen. Aber die müssen da echt was machen, auch wenn die Lidschatten gut sein sollen, müssen die irgendwie das besser machen mit der Lieferung, weil es kann ja nicht sein, dass die immer kaputt ankommen. Wir arbeiten aber einfach mit dem, was wir haben und ich habe hier einmal die große Palette. Das ist die Lila Palette von Natasha Denona. Weiterhin habe ich hier die Eyeshadow Palette Number 5 und das ist so eine bärentönige Palette. Keine Ahnung. Leider habe ich jetzt keinen matten Ton hier gefunden, also nichts zum Setten wirklich. Ich habe aber auch eine Palette von Dior Backstage bekommen. So sieht die aus. Ich glaube, da wäre auch der perfekte Ton zum Setten drin. Da ist er. Weiterhin würde ich die Palette, glaube ich, nicht verwenden, weil die Farben sehr, sehr basic sind. Ich habe die schon ausprobiert. Die sind wunderbar pigmentiert. Ist aber eine sehr basic Palette. Deswegen, ja, sonst gibt es auch woanders. Ich gehe erstmal in diesen Setting-Ton rein und trage das einmal hier auf. Ich werde nicht das ganze Auge setten, sondern einfach nur dort, wo gleich der Übergang hinkommen wird, weil ich finde, dann kann ich besser arbeiten mit den Sachen. Ich muss mich schon mal auf Natasha Denona vorbereiten, denn das, was ich gehört habe, war nur Positives und dass die Sachen heftig sein sollen. So eine Palette kostet richtig viel Geld, habe ich gesehen. Richtig viel Geld, also. Also, Setten hat wunderbar geklappt. Meine Venen sind weg. Obwohl es so eine Basic-Farbe ist, wie ihr sehen könnt, der hat eine richtig krasse Deckkraft. Also, das ist wie so eine Basic-Palette, aber nochmal ein Niveau höher. Jetzt kommt der Teil, wo ich euch ein paar Farben swatche aus der Palette. Aus der Lila-Palette, oder Lila-Palette, wenn ich es auf Deutsch sage. Schaut euch die Farben bitte an, wie heftig ist das bitte. Und ich gehe nur einmal rein und ich zack, ich habe die fetteste Deckkraft ever. Probiere auch mal direkt hier diese kleinen Farben aus, diese kleine Palette aus. Ich denke, viel muss man dazu nicht sagen. Geswatcht sehen die aber tatsächlich aus wie viele andere Paletten, die ich auch zu Hause habe, die deutlich weniger kosten. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das Ganze auf meinen Augen performen wird. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil das sind alles Schimmertöne und ich weiß nicht, wie das aussehen wird, wenn ich das auf meinem Auge ausprobiere. Hoffentlich immer noch gut. Bin immer so zögerlich bei so schimmernden Farben. Übrigens, was ich noch positiv anmerken möchte, ist, dass die Schutzfolie hier direkt mit, sage ich mal, integriert ist, dass die einem nicht verloren geht und ja, dass man sich hier auf die Farben konzentrieren kann. Ich probiere es mal mit diesem Pinkton. Viel kann da ja jetzt nicht schief gehen, oder? Die Farbe heißt Magentic. Oh mein Gott. Und Leute, das ohne Base. Ich bin gar nicht vorbereitet auf so viel Deckkraft. Oh mein Gott, Leute, die Farben lassen sich sogar ausblenden, ohne dass es komisch auf meinem Augenlid aussieht. Ich weiß nicht. Ist das trotzdem so viel Geld wert, auch wenn ich gerade sowas von begeistert bin? Normalerweise klappt das so selten, dass wenn ich einen Schimmerton auf das komplette Augenlid auftrage, dass es nicht billo aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Der Auftrag ist butterweich. 1A, man kann nichts sagen, wirklich. Klar, es krümelt hier so ein bisschen, aber bei dieser Deckkraft denke ich mir so, okay, scheiß auf das Krümeln. Dann gehe ich mal in meine kaputte Palette und gehe mit einem Dior-Pinsel, das ist hier die Nummer 21, in diesen Ton hier. Lasst mich mal den swatchen für euch. Der hat ein richtig schönes Finish. Der wirkt so leicht nass und ich will das jetzt einfach mal auftragen. Ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Augen-Make-up anfangen möchte, aber ich dachte mir, das muss so richtig schön nass aussehen. Oh, schön. Ich bin verliebt. Und zwar richtig. Ich will es eigentlich direkt so lassen. Nur noch so ein bisschen die Kanten ausblenden, aber ansonsten bin ich schon glücklich.
könnte die ganze Zeit damit verbringen, das auszublenden. Also nicht, weil es schlecht ist, sondern weil ich so verliebt bin in dieses Finish. Schauen wir uns doch mal die Palette an. Was könnte ich als nächstes verwenden? Also, ich probiere es mal mit der kleinen Palette hier, und zwar mit diesem dunklen Ton. Der nennt sich Smoky Quartz. Ich muss voll aufpassen hier mit der Palette, dass sie mir nicht gleich auseinanderfällt. Ich gehe mit dem Boutique-Pinsel rein, und zwar mit dem Blender-Pinsel, und trage das mal hier nach außen hinaus. Ganz, ganz vorsichtig. Ich muss sagen, als ich das erste Mal die Palette ausprobiert habe, war ich nicht so begeistert, weil ich mich nicht so wirklich getraut habe, mit den Farben rum zu experimentieren. Aber man muss sich einfach mal trauen, weil dann entdeckt man so richtig die schönen Seiten dieser Palette, die facettenreichen Seiten. Dennoch muss ich sagen, dass das keine Palette ist, die man schnell mal aufträgt. Mit der Palette muss man so ein kleines bisschen warm werden, beziehungsweise mit den Lidschatten von Natasha Denona sollte man doch so ein kleines bisschen warm werden, bevor man, ja sage ich mal, einen richtigen Look damit schminkt. Ich habe die jetzt zweimal ausprobiert. Beide Male war ich echt nicht happy mit dem Ergebnis. Deswegen bin ich auch an dieses Video etwas skeptischer rangegangen. Und deswegen habe ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr getraut und muss sagen, dass sich das gelohnt hat. Und um meinen Innenwinkel etwas zu highlighten, gehe ich in die 05er Palette rein und trage diesen Ton hier auf. Das ist wie so ein champagnerfarbener Highlighter. Also ich muss mich schon die ganze Zeit im Spiegel anschauen. Ich muss sagen, ich kämpfe die ganze Zeit mit einem Fazit, weil ich glaube, ich persönlich würde dafür nicht dieses Geld ausgeben, was sie halt kostet. Klar, die ließen sich gut auftragen. Die Farben an sich sind auch schön. Man hat viele außergewöhnliche Texturen und Farben auch dabei. Ich meine, ich habe gerade eben erst ein anderes Video gedreht und irgendwie ist jetzt, dadurch, dass es halt so ähnliche Farben sind, ein ähnlicher Look entstanden. Und ich finde, dass optisch gesehen und auch jetzt von der Handhabung her, dass kein großer Unterschied war. Außer, dass es weniger Fallout hatte, dass die Verpackung schöner war und so weiter. Deswegen überlasse ich euch die Meinung. Ich habe mir mal den Spaß erlaubt und habe den Highlighter so ein bisschen auf meine Nase gegeben. Hatte irgendwie gerade Lust drauf, weil ich den Highlighter so schön fand. Ich glaube, wenn jemand auf außergewöhnliche Farben steht, außergewöhnliche Looks, mal was Neues kreieren möchte, irgendwie satt hat, die ganzen 0815 Paletten auszuprobieren. Jedenfalls bin ich, glaube ich, einfach nicht die richtige Person dafür, das zu beurteilen, ob sich das lohnt oder nicht. Sind die Farben gut? Ja, sind sie. Gar keine Frage. Sie sind super. Sie sind geil pigmentiert. Man hat auf jeden Fall Spaß dabei, die Paletten und Farben zu benutzen. Aber so einen Look habt ihr auch schon öfter an mir gesehen, oder? Was sagt ihr? Unterer Wimpernkranz. Da gehe ich in diesen rostbraunen Ton rein. Und in die Mitte des unteren Wimpernkranz kommt noch der wunderschöne Goldton nebenan dazu. Und damit haben wir es. Die Lidschatten sind abgehakt. Mehr werde ich auch nicht dazu sagen. Ihr könnt euch gerne eure eigene Meinung bilden. Ich habe keine. Ich habe wirklich keine. Fällt mir total schwer. Machen wir weiter mit Eyeliner. Und da habe ich was ganz Interessantes entdeckt. Ich bin ja bei Eyeliner total Team Drogerie. Da habe ich von Hourglass diesen Gel-Eyeliner in Stiftform entdeckt. Dieser Eyeliner ist ultra hauchfein und dünn. Gel-Eyeliner sind da... Oh, ich kann es nicht mehr zurückdrehen. Gut, dass ich nicht zu viel rausgedreht habe. Gel-Eyeliner sind dafür bekannt, dass sie sehr geschmeidig über das Auge gleiten. Man kann den auch auf den Innenwinkel auftragen. Die sind wasserfest. Das Gute ist, dass er so dünn ist. Und ich mag es ja auch überhaupt nicht, den mit einem Pinsel aufzutragen. Deswegen finde ich es auch super praktisch, dass der in einem Stift kommt. Ich habe direkt ein Stück Eyeliner verloren. Ich drehe den mal nicht ganz so weit raus und mache ein bisschen vorsichtiger. Alter, ist das schwer. Nee, sorry. Ich kann damit keinen Eyeliner-Strich ziehen. Okay, also, ich denke, wir konnten sehen, dass ich mit dem Gel-Eyeliner nicht zurechtkam. Habe jetzt ganz schnell meinen eigenen Eyeliner gezogen und wir machen weiter mit Mascara. Da habe ich von Dior wieder die Pump It Volume Mascara bekommen. Das ist eine Mascara, da könnt ihr zudrücken und somit richtig viel Produkt auf die Bürste geben. Ich habe keine Ahnung. Mir wurde das mal erklärt. Ich habe das total vergessen. Ich habe jetzt hier die wasserfeste Version. Ich hatte auch lange Zeit die normale Version. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie sich so verhalten hat auf meinen Wimpern. Ich fand die Bürste schon immer so groß. Also klar, bei meinen oberen Wimpern wird man jetzt nicht so viel sehen, weil ich einfach gar keine habe. Also, ich denke, das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen. Die Wimpern sind sehr schön getrennt, sehr voluminös. Ich habe das Gefühl, ich habe doppelt so viele Wimpern als vorher. Und wir machen weiter mit
mit den oberen Wimpern. Und zwar habe ich da ein neues Paar falsche Wimpern bekommen. Huda Beauty x Jacqueline. Wer auch immer Jacqueline ist, herzlichen Glückwunsch. So sehen die Wimpern aus. Die sind relativ dicht und auch relativ lang und fluffig. So sieht das Ganze aus. Halten wir das Ganze doch mal ran, bevor ich das Ende abschneide. Okay, die könnten sogar relativ natürlich aussehen. Das Krasse ist, hier sind blonde Härchen mit dabei. Mit Ende abschneiden meine ich übrigens immer dieses Ende hier. Also nicht die Wimpern selbst, sondern einfach von der Länge her, damit sie passen. Und dann halte ich das Ganze noch mal ran. Das muss man aber immer nur einmal machen. Und dann sieht man, dass das Ganze passt. Dann kommt der Kleber rauf. Ich benutze hier einfach einen von Kiss. Und das ist auch ein schwarzer Kleber. Ich bin tatsächlich einfach ein großer Fan von schwarzen Klebern, weil ich finde, es sieht einfach besser aus. Vielleicht gewöhne ich mich da nochmal um. Dann gebe ich dem Ganzen 10 Sekunden zum Trocknen, beziehungsweise zum Antrocknen. Und dann kommt das auch schon aufs Auge. Oh, wartet. Ich habe doch da was. Ich habe nämlich bei diesen ganzen Instagrammern diesen Wimpernapplikator gesehen und wollte das auch unbedingt mal ausprobieren. Applikator muss ich mich definitiv noch dran gewöhnen. Während das Dilemma hier auf meinem Wimpernkranz trocknet, damit ich das gleich ganz einfach abkratzen kann, werde ich nochmal was zu den Wimpern sagen. Also, ich kann dazu sagen, Jacqueline, good job. Sehen sehr, 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 sehr schön aus. Super fluffig. Die gehen sehr, sehr schön auseinander und ich finde, die sehen trotzdem natürlich aus. Also, man hat nicht so diese starken Wimpernbüschel. Machen wir weiter mit den Lippen, damit ihr nicht ewig auf meine Foundation-Lippe starren müsst. Da habe ich von Hourglass das hier bekommen. Die sehen von der Verpackung her so unnormal geil aus. Ich habe den auch schon geswatcht. So sieht der aus. Das ist leider kein matter Lippenstift. Ich werde da einfach drüber hinwegsehen. Ich werde es trotzdem auftragen. Und das werde ich jetzt hier auch ohne Eyeliner auftragen. Eyeliner, das wäre es ja. Lip Liner. Also der Auftrag war wunderschön. Das Ganze lässt sich auch sehr angenehm tragen. Das ist aber überhaupt nicht meine Farbe. Ich finde, es sieht so ein bisschen gerade billow aus mit den Lippen. Ich gucke gleich mal, was ich mit den Lippen mache. Wir machen weiter mit Rouge und Bronzer und so weiter. Da gab es von Givenchy dieses Blush hier. Und das fand ich ja mal ultra hammergeil und interessant. Das ist ein orangenes Rouge. Ich gehe auch mit einem Blushpinsel von Dior in dieses Rouge rein und trage das halt dort auf, wo Rouge halt hinkommt. Auf mein Apfelbäckchen. Ne, das ist definitiv nicht der richtige Pinsel dafür. Was ist los heute mit diesen Pinseln? Ich bin irgendwie total fehl am Platz mit den Pinseln heute. Ich gehe mit meinem guten alten Batik-Pinsel rein. Das ist ein schöner, großer, fluffiger Pinsel, der das Ganze schön verteilt. Boah, der duftet. Also manche High-End-Beauty-Firmen haben es verstanden mit dem Duft. Und andere leider nicht. Stelle ich mir sehr schön vor, wenn man zum Beispiel gebräunt ist und dann ja so ein orangenes Rouge da drüber gibt. Sehr schön aus. Ich habe hier dieses Duo Glow Zeug von Natasha Denona. Ich muss aber sagen, das ist sehr, sehr highlightig drauf. Wenn ich das über meine Wange gebe, sieht es ein bisschen aus, als wurde ich geschlagen. Genauso wie dieses Glow-Ding hier. Das ist mir zu dunkel. Das ist wie so ein sehr, sehr dunkler Highlighter. Kann ich mir sehr gut vorstellen bei Leuten, die so ein bisschen dunkler vom Hautton sind, aber not with me. Ich würde es tatsächlich auch einfach so lassen. Ich würde vielleicht gleich nochmal nach einer anderen Lippenfarbe gucken. Gehe aber hier nochmal in den hellen Ton rein und benutze den als Highlighter. Was sagt ihr zu den Lippen? Ich mag die irgendwie nicht. Irgendwie was macht das dran? Irgendwas, was meine Augen ausgleicht, weil die sind doch schon sehr dolle. Ich guck mal, was ich machen kann und dann komme ich gleich wieder. Ich finde es im Gesamtbild doch besser mit den Lippen. Ich glaube, ich kann die dran lassen. Was sagt ihr? Machen wir den ultimativen Trinktest. Es ist kein matter Liquid Lipstick. Ich verzeihe dir, Lippenstift. Das hier ist nun der fertige Look. Ich bin hammer gespannt auf eure Meinungen. Ob ihr findet, dass sich das ganze Geld lohnt für die Produkte, die ich in diesem Video euch gezeigt habe. Oder es nur bestimmte Produkte sind, wo ihr einsehen würdet, mehr Geld auszugeben. Ich würde lieber mehr Geld in Base-Produkte investieren, wie zum Beispiel ein schöner Primer oder vielleicht auch eine schöne Foundation. Concealer bin ich sehr, sehr schmerzlos, muss ich sagen. Wobei ich bei Foundation auch schon ein bisschen schmerzloser bin. Ich bin eher so ein Primer-Mensch. Ich liebe es, so einen schönen Primer aufzutragen, der alles danach irgendwie besser aussehen lässt. Und ansonsten
bin ich so ein Mensch, wenn ich teure Produkte trage, dann einfach nur, weil die schöner aussehen oder weil es mir nochmal so ein anderes Gefühl beim Schminken gibt und weil ich einfach glücklich bin, dann so das Produkt an sich anzugucken. Aber um etwas schön aussehen zu lassen, finde ich, muss man jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Ich habe aber tatsächlich auch schon teurere Produkte ausprobiert, öfter mal, die auch nicht so gut funktioniert haben. Da könnt ihr eure Erfahrungen gerne mal in die Kommentare schreiben. Gab es schon mal so ein teures Produkt, was ihr euch gegönnt habt oder jemandem nachgekauft habt und ihr euch gesagt habt, okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Bei mir ist es so, dass ich so ein großes Problem mit diesen Blushes habe, weil die so doll schimmern, dass es für mich eher so zu dunkle Highlighter geworden sind. Da bin ich einfach nicht warm mit geworden. Ich mag es doch lieber, wenn mein Rouge matt ist. Jetzt bin ich natürlich auf eure Meinung gespannt. Alles in allem kann man aber sagen, dass ich echt nicht meckern kann. Ich habe ein schönes Ergebnis bekommen. Fast alle Produkte haben einwandfrei funktioniert. Es ist nichts Schrottiges dabei. Und deswegen fand ich das Video auch interessant für mich mal zu sehen. Das war's nun mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat und für mehr Videos solcher Art, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn sich das nächste Mal so viel angesammelt hat für ein Fullface, dann je nachdem, wie das Video hier ankommt, mache ich auch gerne ein weiteres Video. Hier kommt ihr dann zu meinen zwei letzten Videos. Hier könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oh, da ist der Lippenstift direkt hier dran.